Moin Moin und herzlich willkommen bei GameTube zu einem weiteren Video auf unserem Kanal. Heute seht ihr im Hintergrund ein Rocket League Gameplay, das ist schon was älter, das ist, glaube ich, eins der ersten, die ich erspielt habe, aber ich hatte es gerade irgendwie gut rumliegen und einerseits muss es weg und andererseits brauchte ich gerade was Kürzeres und deswegen nehme ich das jetzt einfach. Ich muss wahrscheinlich nicht mehr erzählen, dass Windows 10 mittlerweile raus ist, dass viele schon angefangen haben, das zu installieren und ich bin bei sowas ja immer vorsichtig, also ich bin ja generell eher so einer, der überlegt, ja, auch bei Shootern. Ich bin keiner, der direkt risikomäßig überall reinrennt. Nein, ich mache nur Sachen, wenn ich mir absolut sicher bin, dass es höchstwahrscheinlich funktioniert. Das heißt nicht, dass ich damit immer recht habe, aber ich verlasse mich lieber darauf. Deswegen wollte ich jetzt eigentlich mit meinem PC ein bisschen was warten, das Ganze zu installieren. Ich habe allerdings hier noch einen Laptop rumstehen, da wird das Ganze installiert. Einfach mal, um das Betriebssystem zu testen, weil Das Problem ist, ich bin ein Fan von Neuem. Ich bin auch ein Fan von neuem Design. Ich liebe sowas, ja. Ungeachtet dessen, wie gut es am Ende ist. Ich liebe es, sowas auszuprobieren. Und deswegen dachte ich mir, okay, ich möchte es eigentlich das zumindest auf einem Laptop schon mal ausprobieren. Muss gucken, wie läuft das Ganze da. Und dann, unter Umständen, wenn ich weiß, dass es vernünftig läuft, dass alle meine Programme darauf funktionieren. Das wäre nämlich ein Riesenproblem, wenn nachher irgendeins der Programme nicht laufen wird. Das wäre sau ärgerlich, ja. Also, naja, gut, mal abwarten. Dann erst möchte ich mal probieren, das Ganze auf meinem PC zu installieren und selbst da müsste ich mal ein bisschen gucken, weil das Problem ist, die Windows-Version, die ich am PC habe, die macht ständig Probleme mit der Lizenz. Und da braucht ihr mir jetzt nichts erzählen. Ich habe eine Original-Lizenz, ja? Na gut, ich habe die jetzt nicht für den PC extra gekauft. Ich habe, nachdem mein Laptop sich verabschiedet hatte und ich den PC hatte, dachte ich mir, gut, dann ist es jetzt auch egal, dann kann ich jetzt auch einfach die Lizenz, also diesen Code nehmen, der unter meinem Laptop drunter steht. Dafür wird er ja schließlich da sein, zum Neuinstallieren. Habe ich den genommen. Aber irgendwie macht er trotzdem Probleme. Ich weiß echt nicht, wieso. Und deswegen, behalte ich das mal im Auge, wie das funktioniert. Mal abwarten. Ne? Es läuft ja jetzt. Und so wie ich es gesehen habe, muss man dann auch nicht neuen Code eingeben, sondern der übernimmt den einfach. Deswegen, naja, mal schauen. Übrigens zu Windows 10, wenn ihr das schon installiert habt, würde mich mal echt eure Meinung dazu interessieren, weil ich finde, das ist ein ganz interessantes Thema, weil so ein Betriebssystem ist ja jetzt schon, das ist eigentlich nur eine Kleinigkeit, wenn man das so mal hochrechnet, ne? Aber trotzdem ist es schon irgendwie in einer gewissen Weise bedeutend, weil es ist ja irgendwas, was dann in Zukunft oder was Microsoft plant, dass es ein Großteil der PCs, also so um die mindestens ja 80%. Ich glaube nicht, dass es, vielleicht 70. Sagen wir mal 70. Der Rest sind dann Linux oder macOS-User oder sowas. Gibt es ja auch eine Menge mittlerweile. Aber es ist ja schon eben etwas, das als groß angerechnet wird. Und deswegen achte ich es schon irgendwie als wichtig. Auch wenn man es jetzt nicht überschätzen dürfte. Das darf man jetzt auch nicht. Naja. Ach Gott, ich habe gestern nochmal Battlefield gespielt, habt ihr vielleicht auf Twitter schon gesehen, auf Twitter mit 2D und einem so wie es sich gehört. Battlefield 3 macht mir momentan richtig Spaß wieder. Es ist so geil, einfach mal wieder einen vernünftigen Shooter zu spielen. Gut, es hat immer noch seine Fehler und manchmal kann man sich auch echt noch drüber aufregen, dass die Entwickler es immer noch nicht geschafft haben, bei Eroberung auf Metro diese ganzen C4-Glitches wegzumachen, dass man C4 durch den Boden einfach explodieren lassen kann und damit oben alles killt. Das geht mir immer noch auf den Sack, aber ach, was soll's. Ich stelle mich einfach nicht mehr dahin. Aber trotzdem nervt's. Ja? Und ich hatte gestern das 100-0 hatte ich erreicht, ich habe 100 Flawless geschafft, die Runde war fast vorbei. Ja, und bei 105 fing es dann an, dann hatte ich nachher 123-3 oder sowas. War irgendwie blöd. Hätte man ja auch Flawless beenden können, aber nee, ich muss ja wieder Scheiße bauen. Aufgenommen habe ich es natürlich trotzdem nicht. Wäre auch zu lang geworden, also da müsste man schon ein wirklich großes Thema haben, dass man knapp anderthalb Stunden reden könnte. Ich plane momentan übrigens noch eine weitere Sache, da möchte ich aber noch nicht so viel sagen, weil es ist immer so eine Sache, wenn ich was plane, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es gar nicht stattfindet. Und deswegen halte ich jetzt lieber die Klappe. Aber ich sag mal so, wenn das Projekt stattfindet, wenn es stattfinden sollte, dann wird es richtig cool. Das kann ich sagen. Und es hat was mit Livestreaming zu tun. So, und die Leute, die mir auf Twitter folgen, die wissen jetzt eh, was gemeint ist. Jedenfalls, bin ich dabei gerade ein bisschen dran.
Ich habe jetzt endlich wieder eine vernünftigere Internetleitung. Wir hatten ja jetzt ein halbes Jahr, nee, ein ganzes Jahr hatten wir diese 50.000er von Kabel Deutschland, die ja im Grunde nicht schlecht ist, aber wo der Upload eben im Vergleich zu 100.000er so mega begrenzt ist. Also ich glaube, wenn ich mich jetzt nicht irre, ist das das Fünffache bei der 100.000er. Gut, ist jetzt nicht ganz verhältnismäßig, aber jetzt haben wir wenigstens wieder an die 6 Mbits hoch. Das ist angenehm, das macht auch Spaß, wieder Videos hochzuladen. Das ist echt furchtbar, wenn man da wieder Ewigkeiten warten muss. Vom Download her geht's ja eigentlich, die 50.000, da kommt man ja gut mit über die Runden, aber, ach Gott, es sind natürlich nur Probleme, die man als YouTuber oder als Livestreamer kennt, ne? Sonst, ja, was interessiert mich das eben, ne? Sonst würde mir wahrscheinlich auch eine 32.000er ausreichen, ne? Das wäre absolut kein Problem, aber, nö. Naja. Gut, nächste Woche Freitag ist Gamescom angesagt. Wir sind da. Johnny ist mit dabei. Und ich bin in der EA Community Lounge. Und ich werde da. Naja, gucken, wen ich alles vor die Kamera bekomme. Ich bin mal gespannt. Ich werde auf jeden Fall Battlefront anspielen können. Ja, das wird so geil. Das wird einfach geil. Naja, gut. Ich denke, das Video ist an dieser Stelle auch vorbei, wenn Vegas mich jetzt nicht verarscht. Nein, das stimmt wirklich. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage, wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann.